Falls Sie damit liebäugeln, Astronaut zu werden, ich bin hier im Europäischen Astronautenzentrum in Köln und wir werden Ihnen jetzt einen 360-Grad-Einblick davon verschaffen, was man braucht, um an das Ziel der Wünsche zu kommen, die internationale Raumstation. Was sehen wir denn hier? Wir sind hier in der Trainingshalle des Europäischen Astronautenzentrums der ESA in Köln. Jeder Astronaut, der zur internationalen Raumstation fliegt, muss hier geschult werden. Das ist Teil der Standardausbildung und auch der Fortbildung für Astronauten. Warum? Weil es an Bord der internationalen Raumstation verschiedene Module gibt und deshalb muss jeder Astronaut genau lernen, wie jedes System funktioniert. Dies dient der Sicherheit und auch der Qualität ihrer Arbeit. Erklären Sie mir mal bitte die verschiedenen Module hier und sind sie in Originalgröße zu sehen? Ja, das ist ein Modell 1:1 mit den Originalmaßen. Das sieht also ganz schön groß aus. Wir haben hier einen Teil des russischen Service-Moduls, an dem der Nutzlasttransporter ATV angedockt ist. Das war ein europäischer Nutzlasttransporter, aber der wird nicht mehr benutzt. Das Projekt ist beendet. Das war aber ein großer Erfolg. Wir haben dann eine Nachbildung der Soyuz-Kapsel, nicht ganz originalgetreu, aber man kann einen guten Eindruck davon bekommen, wie winzig sie ist. Und hier ist das Columbus-Labor in Originalgröße, das an Knotenpunkt Nummer 2 angebracht ist, mit einem Teil des japanischen GEM- oder Kibo-Moduls. So welcome in the Columbus mock-up. Willkommen also hier im Columbus-Modell im Europäischen Astronautenzentrum. Columbus ist das europäische Forschungslabor. Wir schulen unsere Astronauten hier an Systemen, aber auch wissenschaftlich. Unter ihren Füßen befindet sich ein durchsichtiges Fach, in dem man alle potenziellen Systeme sieht, für den Strom, Daten etc. Wir müssen alle Astronauten akkurat für den Umgang mit all diesen Systemen schulen, damit sie damit arbeiten können, in Notfallsituationen aber auch sich und ihre Teamkollegen schützen können. Zum Beispiel haben wir hier im Steuerbordbereich Alarm- und Notfallausrüstung für Brände, Druckabfall oder Giftstoffe in der Luft. Es gibt da eine Sauerstoffmaske, einen Feuerlöscher, das Sprechpult, mit dem man mit der Kontrollstation am Boden reden kann, aber auch mit den Kollegen an Bord. Wir müssen die Astronauten aber eben nicht nur an diesen Geräten ausbilden, sondern sie auch für die wissenschaftlichen Zwecke schulen. Denn sobald sie ihre Mission zugewiesen bekommen haben, müssen sie eine Menge wissenschaftliche Experimente durchführen. Sie führen diese in Nutzlastschränken durch, sogenannten RACs, in primären Nutzlastschränken, wie hier diesen großen Gestellen, oder in sekundären Nutzlastschränken, zum Beispiel diesem hier, die sind kleiner. In diesen wissenschaftlichen Nutzlastschränken, hier zum Beispiel für Biologie, werden an Bord der ISS verschiedene Experimente durchgeführt. Sie bringen dann Daten zurück, die man wegen der Schwerkraft nicht auf der Erde gewinnen kann. Brilliant. Yes? Very good.